willkommen auf unserem Kanal. Wir sind nach wie vor in Nürnberg am Stand von Kosmos und wir schauen uns jetzt mal Katar an. Da gibt es nämlich auch was Neues. Ja, es gibt eine tatsächliche Neuheit, heißt Katar, die Legende der Eroberer. Das ist die Erweiterung der Erweiterung Städte und Ritter. Und dürfte nach meiner Einschätzung so eines der komplexesten Szenarien sein, die wir bisher in der Katan-Welt hatten. Das hört sich ja für mich dann schon auch so an, als wenn dann auch die Spielzeit hochgehen würde. Ja, wir geben die Spielzeit mit 120 Minuten an. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht auch ein bisschen länger dauern kann. Magst du uns da mal erzählen, worum es da jetzt so geht bei dem Szenario? Also es geht darum, dass wir Eroberer haben, die versuchen wollen, uns die Nummernplättchen wegzunehmen. Und jeder geübte Katan-Spieler weiß natürlich, dass das fatal ist, weil keine Nummern auf dem Feld, kriege ich keine Rohstoffe mehr. Deswegen müssen wir das unbedingt verhindern. Deswegen gibt es hier auch in diesem Spiel wieder eine Teilkomponente, also eine kooperative Komponente, die teilweise eingesetzt werden muss. Vor 2 Jahren hatten wir ja schon mal die Legenden der Seefahrer mit 4 aufeinanderfolgenden Legenden. Und hier haben wir 3 aufeinanderfolgenden Legenden bei den Legenden der Eroberer. Und auch hier wie damals ist es eben notwendig, dass sich Ritter zusammentun, um die Eroberer abzuwenden, weil sonst passiert das eben Geschehene und man kommt gar nicht ans Ziel. Das heißt, ohne Kooperation kann auch keiner so viele Siegpunkte sammeln, dass er gewinnt. Ja, entweder gewinnt einer mit mehreren gemeinsam, mit der Hilfe mehrerer anderer, oder es gewinnt niemand. Ja, die 2 Alternativen gibt es. Wir haben hier auf unserer Legendentafel haben wir das Schiff der Eroberer. Dieses Schiff wird Zug um Zug weitergezogen und das sagt uns auch, was mit den Eroberern passiert. Man sieht zum Beispiel Fahnen mit einer Nummer darauf und die Nummer gibt immer die Stärke der Eroberer an. Man sieht also auch, die Stärke nimmt mit fortschreitendem Spiel zu. Es wird also schwieriger, sie zu bekämpfen. Außerdem ist ein Würfel abgebildet und der Würfel zeigt uns, wann und wohin die Eroberer auf dem Spielfeld wandern dürfen. Dafür gibt es dann noch ein Pfeilkärtchen, das die entsprechende Laufrichtung je nach gewürfelter Farbe anzeigt. In diese Richtung dürfen die Eroberer dann gehen und sich fortbewegen. Und die gehen immer von Mitte zu Mitte eines Feldes, während die Ritter ja auf den Schnittpunkten stehen oder auf den Rändern stehen. Und wenn es eben ein Eroberer schafft, ein Feld zu erreichen, in dem eine Zahl liegt, dann darf ich diese Zahl wegnehmen und die ist dann aus dem Spiel. Und umso schwieriger wird es dann für die Spieler, das zu erreichen. Wenn es allerdings die Spieler schaffen, sich zusammenzutun und mit einem oder mehreren Rittern einen Eroberer zurückzuschlagen, dann bekommen sie dafür auch Legendenpunkte. Ohne diese Legendenpunkte, die dann auch für die Siegpunkte wichtig sind, kann es, wie eben gesagt, keinen Sieg geben. Die hellen Farben, das sind die Farben der Spieler, wie man sie ja teilweise auch aus Städte und Ritter schon hat. Da gibt es hier zum Beispiel diesen Wall um die Stadt. Das gibt es aber Städte und Ritter auch schon. Da darf man dann zum Beispiel die doppelte Anzahl von Rohstoffen dann nehmen. Dann gibt es Ritter. Die Ritter müssen eingesetzt und sie müssen dann auch erst aktiviert werden. Für das Aktivieren ist das Aufsetzen dieses Helms erforderlich. Und das ist dann jedes Mal immer mit der Ausgabe von Rohstoffen verbunden. Okay. Ja. Und wenn die Ritter dann eben eingesetzt und aktiviert sind, können sie eben dann versuchen, die Eroberer abzuwehren. Ja. Zusätzlich gibt es neue Rohstoffe. Wir haben einmal Weintrauben, also Wein, und Datteln, die dann auch entsprechend eingesetzt werden können. Okay, von der Spieleranzahl ändert sich ja nichts. Es ist ja immer ab 3 Spielern Katan, 12 Jahre. Und von der Spielzeitlänge, was sagst du da? Naja, wie gesagt, 2 Stunden geben wir an. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass es vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Ne? Und 2 Stunden ist dann aber immer die Spielzeit für eine Legende. Ja, 3 sind ja aufeinanderfolgend. Es kann auch sein, dass man eben eine Legende nicht löst, nicht schafft. Dann muss man eben nochmal von vorne anfangen. Ja, aber man braucht auf jeden Fall dann ja das Grundspiel dafür, sage ich jetzt das mal. Das Grundspiel so. Und die Städte- und Ritter-Erweiterung. Beides ist notwendig. Das macht aber nichts, weil das ist ein Spiel wirklich für Katan-Fans, für welche, die das möglicherweise schon seit Jahrzehnten spielen. Die werden in der Regel das Basisspiel und meistens auch die Städte- und Ritter-Erweiterung zu Hause haben, sodass sie dann tatsächlich nur diesen Legendenpack dazu kaufen müssen.
Sieht jetzt aber auch nach einer sehr großen Box an. Das heißt, da ist ja auch sehr viel Spielmaterial dann wahrscheinlich mit drin, ne? Ist wieder einiges an Material mit drin, ja. Ja, wie die Verpackung ja auch schon vorgibt, die sieht ja wirklich sehr groß aus. Und ich sagte ja schon, es ist also vom Ablauf auch relativ komplex. Und es könnte tatsächlich sein, dass es das komplexeste Szenario ist, was wir bisher bei Catan hatten. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es geht doch stark in die Richtung. Okay, das war dann erstmal Catan und dann gehen wir zum nächsten Spiel.